Hallo, ich bin der Philipp von Tokaido und ich zeige euch heute nach dem Intro die Tokaido Shotokan Faustschützer. So, wie man schon gut auf den ersten Blick sehen kann, ist hier die Form ein bisschen anders wie bei den üblichen WKF-Faustschützern. Die ist ein bisschen schmaler und es ermöglicht natürlich, wenn man den Faustschutz trägt, der ist mir leider jetzt ein bisschen zu klein, aber trotzdem ein bisschen eine ergonomischere Form nochmal. Ja? Und somit ist das dann ideal für einmal für Hobbyathleten, die im Training sind und jetzt nicht unbedingt die Faustschützer für Wettkämpfe brauchen, sondern einfach ein paar möchten, das nicht auffällt, das zum Karate-Gi passt. Und natürlich für Wettkämpfer, die eben in den verschiedenen Wettbewerben teilnehmen, wo weiße Faustschützer Pflicht sind, beziehungsweise in dieser Form Pflicht sind. Falls es zu diesen Faustschützern weitere Fragen gibt, schreibt uns doch einfach eine E-Mail an info@tokaido.de oder wenn euch diese Faustschützer gefallen habt, packe ich euch den Link zu unserer Webseite in dieses Video hier. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!